Recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von This War of Mine. Okay. Tag 2. Katja ist zurück. Sie hat ganz viele Sachen mitgebracht. Ja, wissen wir, weil wir haben es ja mitgekriegt. Der fühlt sich unwohl, der Bruno. Das sind die Sachen, die Katja mit hat, und die Nacht war ruhig. Gut, okay, was machen wir? Wer ist hier unten? Das ist Pavel. Bruno kümmert sich als erstes ums Essen. Und Katja ist müde und hungrig. Die macht mal hier weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was da ausgewählt war. Bruno muss was zu essen machen. Oder warte mal. Zweimal? Ah, dann kann er nicht. Dann müssen wir erst einmal da machen. So, Katja geht runter. Was machen wir mit ihm? Erholt sich, ist leicht krank. Was ist das jetzt hier? Kann man das nirgendwo sehen? Ich hoffe, dass es gelingt, hier drinnen warm zu halten. Ja, ist klar. So, Bruno macht mal was zu essen. Und das Ganze, wenn es geht, dreimal. Geht auch. Herstellen. Nein, Bruno, Essen weitermachen. Katja ist gefragt. Was ist jetzt hier passiert? Ich schätze mal, wir haben einen Spaten gemacht, ne? Oder? Ja, die Schaufel wird es gewesen sein, ja. So, verlassen. Gut, was machen wir denn noch für den Schrank? Brauchen wir sowas? Das kostet so viel. Aber stellen wir trotzdem her. Er ist noch am Essen machen. Ja, die Schaufel ist auch wichtig. Die können wir jetzt gleich hier in Einsatz nehmen, ne? Oh, da kommt jemand. Das ist jemand an der Tür. Ja, gleich geht's los. Er hat schlimme Kopfschmerzen. Nein, Katja nicht. Bruno hat schlimme Kopfschmerzen. Dann sollte Bruno vielleicht Tabletten nehmen. Er ist jetzt auch leicht krank, super. Nein, Bruno, nimm Tabletten. Katja, geh bitte zur Tür. Was ist mit Pavel? Pavel kann schon mal was essen. Bruno macht die Tür auf. Ah, nein, du machst die Tür auf. Bruno macht die Tür auf. Haben Sie einen Moment Zeit? Auf jeden Fall. Ach, Bruno, das wird nichts mit uns heute. So, Katja feilscht, weil die kann das ja. Zeigen Sie, womit Sie handeln möchten. Was haben Sie denn? Tabletten, Tabak. Das möchte ich alles haben. Oh, das war verkehrt, das brauche ich nicht, oder? Ah. Die haben so viele Sachen, ne? Ein Filter, oder was ist das? Filter, ja. Feuerholz können wir eigentlich selber machen. Waffen, Alkohol brauchen wir nicht. Was ist das? Reiner Alkohol. Was ist denn das, bitte, dann schön? Schnaps, okay. Das wollte ich auch gerne haben. Da. Ja, drei Dietriche brauchen wir nicht unbedingt, ne? Lassen wir mal so. Was ist das? Medikament nehmen wir mal auch. Ja, und dann gucken wir, was wir...
Das ist wohl ein Scherz. Was haben wir hier noch? Okay, ein Kraut nehmen wir wieder zurück. Das reicht nicht, versuchen Sie es nochmal. Materialien fehlen uns auch noch. Was ist das? Schießpulver können wir noch nicht gebrauchen. Die elektrischen Bauteile. Ja. Nee, dann auch nicht. Dann müssen wir hier was wegmachen. Dietrich. Das wäre gut, wir können uns einigen. Das reicht nicht, versuchen Sie es nochmal. Das möchte ich schon noch haben, ne? Was ist das? Tabak, ne? Ne, den will ich nicht, den brauchen wir nicht. Oh, elektrische Bauteile bringen uns richtig viel. Gut, wir können uns einigen. Noch einer? Das reicht nicht aus. Also ein Dietrich wieder zurück. Ne, den Kaffee nicht. Was ist hiermit? Das reicht nicht aus. Was denn mit Holz? Das reicht nicht aus. Hier von einer? Geht auch nicht. Gut, das heißt, wir tauschen erstmal so. Handeln. Jetzt gucken wir nochmal gerade nach. Noch ein elektrisches Bauteil. Was kriegen wir dafür? Einmal Feuerholz. Nehmen wir einmal Feuerholz. Und Zucker brauchen wir nicht. Die Waffenteile wären ganz interessant. Aber das ist es auch nicht. Schwierig. Ja, komm, handeln wir nochmal und das war's. Gut. Dann können wir ihn wegschicken. Bis zum nächsten Mal. So, Katja ist hungrig. Dann kann Katja erstmal essen gehen. Ja. Ist krank, vielleicht sollte er noch eine Tablette nehmen, oder? Ja. Und was macht Bruno? Ist müde und auf Medikamente. Dann geht Bruno jetzt schlafen. Katja ist nur noch müde. Kann die sich hier noch ein Bett machen? Gucken. Wir haben Glück, dass es hier drinnen nicht kalt ist. Wir brauchen davon 6 und davon 2 noch. Also 5 davon, 2 davon. Die haben beide Medikamente jetzt genommen. Was können wir hier noch was machen? Ich schätze mal nicht, nein. Gut, das heißt, wir arbeiten da weiter. Und haben wir noch eine andere Möglichkeit? Ja, da oben, da ist auch schon angefangen.
Ah, sie hat ja eine Schaufel, dann geht's ja flott. Das ist ja gut. So, da, schnell an den Schrank. Nein! Wo ist es? Katja, schnell an den Schrank. Gut. Alles nehmen, verlassen. Und dann da unten hin. Er macht da oben weiter. Und die Zeit läuft. Katja wird nicht ausschlafen können. Das ist nicht gut. Er ist da oben noch fertig geworden. Und guckt dann nochmal in den Schrank hier oben rein. Okay. Alles nehmen. Verlassen. Soll sich mal beeilen. Und die Nacht kommt. So, was machen wir jetzt? Pavel ist immer noch leicht krank. Bruno auch. Das heißt, Katja muss nochmal plündern gehen. Bruno sogar noch hungrig. Und dann lass Pavel Wache stehen. Und was nehmen wir mit? Die Schaufel nehmen wir mit, oder? Ja. Nein, ich glaube, Schaufel brauchen wir nicht. Wir nehmen das mit. Und die Dietriche nehmen wir mit ein. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch was mit dem Dietrich aufzumachen war. Komm, machen wir nicht. Das Haus ist verlassen, da können wir es auch aufschlagen, wenn... So, dann geht's plündern. Gut. Sind wir da. Was gibt's hier? Ach Gott, der ist immer noch müde. Ja, für ein Bett brauchten wir auf jeden Fall das. Und Holz brauchten wir auch. So, das Restliche lassen wir erstmal hier. Dann gucken wir rein ins Haus. Da ist nichts zu sehen, also gehen wir rein. Wir waren ja auch schon drin, oder? Hier unten war hier noch was? Was war denn hier? Holz. Nimm noch einmal Holz mit. Und dann gucken wir hier in den Schrank. Und auf damit. Ist richtig schön laut, aber auch nur in dem Bereich des Hauses hier. Was gibt's da drin zu sehen? Medikamente nehmen wir auf jeden Fall mit. Schnaps ist eine gute Handelsware, ja, die nehmen wir dann mal mit. Und hier, ja, das ist jetzt leere Pistolenpatronen und das ist Schießpulver. Wenn wir beides nehmen würden, wir nehmen erstmal beides und gucken erstmal weiter. Hier war nur Holz. Hier ist nichts. Gehen wir weiter hoch. Hier ist noch mehr. Was gibt's hier? Davon geht nichts, davon geht auch nichts, davon geht auch nichts. Ist auch jetzt nicht, dass ich da noch mehr von mitnehmen sollten. So, da ist wohl keiner dran. Das war ja ein verlassenes Haus, verlassene Villa, oder? Gut, dann brechen wir die Tür auf.
Gut, dann da rein. Können wir hier eigentlich hoch? Ne. So eine Lupe, was sagt ihr uns? Ein Flyer, der über der Stadt abgeworfen wurde. Darauf steht, in dieser Zone wird eine Antiterroroperation durchgeführt. Personen, die in der Stadt bleiben, werden als Unterstützer der Terroristen angesehen. Verlassen Sie sofort Burgoverein, sonst ist Ihre und die Sicherheit Ihrer Familie in Gefahr. Die Armee garantiert Ihnen sicheres Geleit. Nicht viele glaubten Ihnen, nach all den Gräueltaten, die Sie begangen hatten. Okay. Weiter hier. Was haben wir da noch? Ja, Schießpulver, Holz und das sind Bestandteile. Holz und Schießpulver, genau. Geht das? Oh, das geht sogar. Gut, verlassen. Da haben wir noch eine Hand. Was gibt's da? Okay, Kaffee, Kartoffeln, Elektroteile, Waffenteile. Das und Bücher. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir da machen. Ich glaube, wir nehmen die Waffenteile nochmal mit. Und die Elektroteile wären auch wichtig. Was haben wir? Dreimal Holz, das ist sechsmal. Schwierig, ne? Tabletten. Was ist mal das Holz hier? Nehmen wir die mit. Ich glaube, das war's, oder? Na, ich denke schon. Gut. Ich kann während ein... Ah, die Brechstange ist auch gleichzeitig eine Waffe. Okay. Rennen zum Ausgang. Ja, was soll man noch machen, oder? Warte, hier draußen im Garten war noch was, ne? Ja, da. Gut. Dann gucken wir da noch gerade rein. Hatten wir letztes Mal war Holz, oder? Nee, doch nicht. Das sind noch ganz andere Sachen. Die Waffenteile und die Elektroteile. Alle gehen leider nicht mit. Der Rest geht nicht mit. Gut, okay. Das heißt, das ist es gewesen. Okay, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.